Herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ich hoffe, ihr habt die Osterzeit gut überstanden und eure Osterleckerchen und so weiter vertilgt und habt es euch richtig gut gehen lassen. Ich habe über die Ostertage Eierlikör gemacht, habe ich ja schon öfters gemacht, ganz klar. Habe den jetzt nach dem Rezept gemacht von Rezepte mit Herz, wo dann unter anderem so ein bisschen Vanillearoma mit reinkam und dieses Butter-Vanille-Aroma, was man so zum Backen nimmt. Und ja, ist total lecker, das Zeug. Aber natürlich alles alleine trinken kann ich auch nicht. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mal einen Eierlikör-Pudding. Ich habe den mal bei einer Thermomix-Kollegin, bei einer damaligen von mir, ich bin ja nicht mehr dabei, auf so einer Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Oh, das blendet aber ganz schön. Ich mache das mal runter. Und das war so lecker. Da waren also wirklich alle von diesem Pudding so begeistert und ich habe mir das Rezept aber gar nicht aufgeschrieben. Sie hat mir das irgendwie so zwischen Tür und Angel gesagt. Ich wusste aber die ganzen Zutatenmengen nicht mehr und habe das jetzt explizit mal bei der Rezeptwelt gesucht und habe dann auch was gefunden. Ist leider kein Bildchen dabei, ist halt nur die Überschrift Eierlikör-Pudding TM31, aber ich setze euch das natürlich wie immer auch in die Infobox rein, damit ihr euch das dort ausdrucken könnt. So, und dann fangen wir mal direkt an. Ich habe den Rühraufsatz schon in meinen Mixtopf reingegeben. Und dann brauchen wir 100 Gramm von dem Eierlikör. Ich habe gerade schon ordentlich geschüttelt, damit er ein bisschen cremiger wird, beziehungsweise cremig ist er ja, damit er so ein bisschen lockerer wird. Ich hoffe, er kommt jetzt einigermaßen gut aus der Flasche. Natürlich habe ich gerade ein bisschen probiert. Ne, man muss ja gucken, ob das alles noch so gut ist. Und den habe ich nicht vorher abgewogen, das mache ich jetzt mal. Dann halten wir mal die große Flasche da rein. Ich hoffe, das lübt auch. Das lübt. Ja. Moment. Ja. Ja. Da läuft aber jetzt was runter. Das hätte ich ja jetzt bitte versucht. Natürlich nicht mit der Zunge, aber mit dem Finger abmachen können und abschlabbern können. Aber ich weiß ja, ihr schimpft immer mit mir. Deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Nur wenn ihr nicht dabei seid, mache ich das. So, die Flasche kommt an die Seite. Dann haben wir 200 Gramm Sahne. So. Und 200 Gramm Milch. Hier haben wir 30 Gramm Zuckerchen. Das könnt ihr natürlich selber auch variieren. Ich bin jetzt blöd, jetzt habe ich das schön hier auf dem Schmetterling, wie ihr sehen könnt. Die Mutti mal wieder gut gemacht. Und Speisestärke. Im Rezept steht 40. Ich habe mir mal die anderen Rezepte angeguckt von Vanillepudding und Schokoladenpudding aus dem TM31 Kochbuch. Das habe ich immer noch da. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt da reingeguckt habe und in dem anderen. Ich weiß ja auch nicht. Und da stand einmal 20 und einmal 30 Speisestärke. Ich möchte auch nicht, dass das zu dick wird. Ich habe jetzt hier einfach 30 reingemacht, in der Hoffnung, dass das ausreichend ist, weil der Eierlikör ist ja auch schon ein bisschen dicklich, ne? Gut, Deckel zu. Was steht jetzt hier? 6,5 Minuten, 90 Grad, Stufe 2. 6,5 Minuten. So. 90 Grad, Stufe 2 und dann bin ich mal gespannt. Den Pudding werde ich nachher umfüllen, der soll natürlich abkühlen und wenn ihr nicht wollt, dass der eine Haut oben drauf bekommt, kann man entweder Zucker drüber streuen, das will ich aber nicht, ich lege Frischhaltefolie direkt oben auf die Haut, also auf die Oberfläche, damit sich eben keine Haut bildet. So, gut, aber wir sehen uns erstmal in 6,5 Minuten wieder, um zu gucken, ob der auch schön dick ist. Beziehungsweise der dickt ja eh auch nach, wenn es abkühlt. Aber ich bin mal gespannt. Ja, ich würde sagen, das sieht schon sehr zufriedenstellend aus. Jetzt haben wir da nur zum Abkühlen hier, Trollo. Ne.
das sieht gut aus. Das fülle ich jetzt hier schön ab. Oh, göttlich. Göttlich. Das duftet. Oh, wow. Richtig hammermäßig. Dazu gibt es Erdbeeren. Ich habe da hinten schon Erdbeeren stehen. Werde ich jetzt ganz in Ruhe abwaschen. Und für uns Erwachsene gibt es das oben drauf zur Deko. Und ein bisschen Sahne, zu meiner Schande, aber wirklich zu meiner Schande, muss ich gestehen, dass die ganze Sahne weg ist. Die sind über die Feiertage komplett weggegangen, sodass mir Sahne fehlt, die ich entweder hier aufschlagen könnte oder in meinem Easy-Sprühding, das ist doch dieses Teil, wo diese Sauerstoffkapsel mit reinkommt, da mache ich das auch sehr gerne drin, wenn man Sahne zum Dosieren braucht. So, ich muss das mal abputzen hier. Das ist der Podderlink, ne? Das sieht sehr gut aus. Da jetzt hier Folie drauf mit meinem Click and Cut hier. Das schön ab. Das lege ich jetzt nicht hier oben auf die Form, sondern in die Form direkt auf die Pudding-Oberfläche. So, Deli. Seht ihr es? So geht das. Na, da habt ihr auch keine Haut. Soll ich mal umdrehen? Geil. Geil. Mache ich jetzt sauber, das Schätzelein. Und wir sehen uns nachher wieder zum Probieren. Da kann man nicht viel falsch machen. Das schmeckt einfach. Eigentlich brauchen wir gar keine Geschmacksprobe. Aber ich mache es trotzdem. Bis gleich. So, ihr Lieben, ihr werdet es nicht glauben. Es ist schon wieder stockduster draußen und es hagelt mal wieder. Ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Aber das Erfreuliche ist der Eierlikörpudding. Der ist immer noch warm. Ich kann es einfach nicht abwarten. Und ich bitte die Sprühsahne zu entschuldigen. Ich habe keine Sahne mehr zu Hause. Ich habe alles über die Feiertage verbraucht. Das letzte Päckchen ging vorhin noch in den Eierlikörpudding rein. Ja, aber Sprühsahne hatten wir zu Hause. Die Kinder haben das immer da, um ihren Kakao zu toppen. Und jetzt werde ich natürlich probieren mit Erdbeeren und mit Sahne. Also erstmal pur. Hm. Richtig lecker. Und ich muss auch sagen, das schmeckt nicht unangenehm nach Alkohol oder so, ne? Aber ich habe ja auch, ich habe auch beim Selbermachen nicht so viel Alkohol reingetan. Steht ja mal 250 Gramm. Ich habe, glaube ich, 220 oder so oder 200. So, jetzt mal in Verbindung mit einer Erdbeere. War mal Pudding, kalte Erdbeere. Geil. Und jetzt noch ein bisschen Sahne, Pudding und Erdbeere. Mmh. Dann noch besser. Und jetzt mal Sahne und Pudding. Bald habe ich alles durch. Auch geil. Einfach total lecker. Kann ich euch sehr empfehlen. Also wenn ihr Eierlikörreste habt oder Eierlikör geschenkt gekriegt habt oder wie auch immer. Macht euch mal einen leckeren Pudding. Mm. Lasst es euch schmecken. Bei dem scheiß Wetter kriegt man ja Depressionen. Dann muss man sich ja irgendwie aufmuntern. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ganz einfaches, schnelles Rezept. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer. Nicht wie immer. Ich wollte sagen, wie immer. Bleibt gesund. Nicht wahr? Okay, bleibt gesund, ne? Bis bald.